So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Es hört sich immer an, als würde ich Amalur sagen. Das habe ich die ersten 9 Folgen auch gemacht, aber es heißt eigentlich Amalur. Ups. Die Feenlande. Ich finde es gut, dass die Karte diesmal funktioniert. Das ist ein DLC. Das ist ein DLC. Also halten wir uns noch zurück mit dem Erkunden. Aber trotzdem, wir haben bis jetzt, wir sind bis hier. Und haben noch nicht mal alle Höhlen entdeckt. Ne? Ja, da waren wir noch nicht und da waren wir noch nicht. Wie dem auch sei. Da oben ist ein kleiner, Beobachter. Ja, der war mir aufgefallen. Wir müssen den Schleier finden. Ja, bla bla. Wir müssen den Schleier finden, wir müssen hier die Feen, Elfen treffen. So. Das sage ich zu Schleier finden. Eisen, Flammen, Scherbe, Scheibe. Ne? Ihr habt alle nichts gedroppt, das ist ja fies. Kommt, Kasmaran kennt den Weg. Statisches Langschwert. X zum Vergleichen. Unsers hat alles exakt gleich, bis auf dass wir hier noch eine Waffenfassung haben. Makellose Eisscherbe, die ist natürlich super. Und ein einfacher Hartpanzer, 25% Körperresistenz, ne? Fünf Gold. Damit können wir vermutlich diesen einen Schadenspunkt, den das Schwert inzwischen hat, wieder reparieren. Ja. Wenn ich erst mächtig bin, werden Höhlenkreaturen angsterfüllt vor mir davonlaufen. Laut Legende hat sich der große Feinmagier Aman der Gerissene in diese Höhlen zurückgezogen, um seine Schätze vor den Sterblichen zu verbergen. Darunter war auch der Selkie-Schleier. Dann auf bald. Auf bald? Lässt mich ja nicht alleine. Silky Schleier. Manarek, Manarek. Oder geraubtes Mana. 15% Chance Mana zu rauben und 10% Mana Kosten. Alles. Also niedriger. Angeblich labte sich eine verzauberte Kreatur von den Nordinseln an dem Mana, das von Sterblichen wiedergespiegelt wurde, die vom Arkanschleier angezogen wurden. Okay. Sonst kein Loot? Naja, immerhin.
War jetzt nicht so aufregend, aber es war eine Startquest, ne? Und ja, mit Respawn scheint es hier gewisse Probleme zu geben. Man muss scheinbar für eine bestimmte Zeit das Gebiet komplett verlassen haben, wobei Blutwurzel und Sternwurzel schon ab und zu respawnen. Also jetzt hier, es war die erste respawnte Blutwurzel. Oder ich bin in einem Gebiet, wo ich die einfach übersehen habe, das kann auch sein. Ja, hier die Igel. Borke ist noch nicht respawned. Oh, was ist denn das? Unser kleiner Egan hat eine Freundin gefunden. Ich habe so das Gefühl, als könnte daraus ein Problem erwachsen. Vor dem Krieg haben wir Rathier von innen heraus geplündert. Wir waren dabei so erfolgreich, dass die Kriegsgeweihten sogar Kopfgelder auf uns ausgesetzt hatten. Sie waren nicht hoch, aber doch hoch genug, um stolz darauf zu sein. Doch leider hat alles Gute auch irgendwann ein Ende. Als der Krieg so viele andere zu Banditen machte, waren wir gezwungen, hierher zu kommen. Wenn ihr mich fragt, war es so das Beste. Offensichtlich. Jeder, der schon mal eine Feier gesehen hat, würde das bemerken. Doch anders als bei dem kleinen Egan hier hausen in eurem Kopf nicht bloß Fantasien. Die Feienlande bieten fruchtbaren Boden für Spiele. Ihre Einwohner sind so einfältig, dass ihr euch ohne jede Mühe die Taschen füllen könnt. Werdet ihr uns geben, was rechtmäßig uns gehört, oder müssen wir ein neues Spiel beginnen? Mein Bruder und ich sind stets bereit zum Spielen. Dann werdet ihr das mit eurem Leben bezahlen. Ihr müsst wissen, wir haben viel in diese Täuschung investiert. Blut, Gold. Von den mit Egern verschwendeten Stunden gar nicht zu reden. Wir mögen Verbrecher sein, aber wir sind durchaus ehrenhaft. Wir haben für unseren Preis hart gearbeitet und jetzt wollen wir ihn auch haben. Ihr belügt mich nicht, meine Liebe. Nach monatelangen Diebeszügen in diesen Wäldern kenne ich mich mit den hiesigen Flüchen aus. Wie lautet eure Entscheidung? Nein, meiner. Ich habe mich vielleicht nicht klar genug ausgedrückt. Wir sind wegen des Schleiers hier und den werden wir auch bekommen. Komm, Arvus, lass uns verhandeln. Gehabt. Haltet ihr mich für einen Narren? Und Vater Dünnwell, kommt, gehen wir zurück zur Mission. Ich muss bei vielen um Verzeihung bitten. Dann auf bald. Ja klar, als hätte ich die jetzt nicht bekämpfen wollen. Ich meine, es hätte ja sein können, dass dann später noch mehr Quests von denen kommen, aber das weiß ich nicht. Und wenn mich einer im Wald dumm anlabert, dass ich ihm irgendeinen Schatz geben soll, dann kriegt er erstmal ordentlich einen auf den Kopf. Hat denen ja niemand gesagt, dass sie sterben müssen. Hinlegen und totspielen würde auch reichen. Genau, piep, piep. Zur Mission. Ja, hab ich letztens aus Versehen einen Huhn erschlagen. Es lief zwischen den Kisten rum. Und seitdem läuft es nicht mehr. Rote Legion. Seid ihr damit zufrieden, unter den Bewohnern der Mission zu leben? Sie blicken auf euch herab. Sie lachen über eure Unwissenheit. Mitaru lebt nicht hinter den Mauern der Mission. Oh nein. Sie ist in jedem Fels und jedem Baum, jeder Knospe und jedem Sturm. Sie ist mit uns allen. Seid stets auf der Hut. Müssen wir zur Mission zurückkehren?
Mich dürstet nach Abenteuer, Magie und Macht. Obwohl, eigentlich machen mir all diese Dinge Angst. Vielleicht ist es am besten so. Diese neue Welt ist gefährlicher, als ich erwartet hatte, und ich habe seit Tagen nichts gegessen. Sie glauben, dass ich das Potenzial habe, dort erfolgreich zu sein, wo alle anderen, einschließlich Ihnen, gescheitert sind. Sie sind nicht in der Lage, das zu erreichen, wonach Sie streben, versteht ihr? Also brauchen Sie jemand Mächtigeren, der es tut, und dann werden Sie mit... Es klingt ziemlich dämlich, nicht wahr? Ja, das dachte ich mir schon. Ich brauche einen Magiernamen, wenn ich allmächtig bin. Wenn meine Magie derart gewaltig ist, dass es niemand mehr wagen wird, mich herauszufordern. Wie wäre es mit Abner der Visionär? Oder Malik der Ruchlose? Lord Zaltenus? Nein? Und das waren schon die Guten. Dann lebt wohl. Hallo bei Mitaru. Egan ist wieder da. Was euch betrifft, ihr habt meiner Bitte Folge geleistet. Und dafür ist euch St. Odwig auf ewig dankbar. Betrachtet diese magere Belohnung als Spende für eure Sache. Denn ich bin sicher, dass es eine aufrechte ist. Dolche. Du schenkst mir Dolche. Alter, willst du mich verarschen? Eine aufrechte Sache. Hier kriegst du Waffen für Schurken. Für Diebe, Meuchler und Assassinen. Weil du so aufrecht bist für Diebe, Meuchler und Assassinen. Auf sehr leicht gibt es nur drei Einstellungen, die es haben kann. Entweder ist es links, rechts oder in der Mitte. Du hast keine aktive Quest. Mitaru-Schrein. Das ist cool, den werde ich mir holen, wenn ich durch bin. Das ist im Feinhaus. Nans Lehrling, Geheimformel, das hört sich doch gut an. Also, den hole ich mir später. Die Sammlung von... oder... kommt da noch was? Sammlung von Bruder Till, dem verstorbenen Schriftgelehrten der Mission St. Georg. Der Titel dem Ver... Die Titel der verbleibenden Bücher legen nahe, dass Tills literarisches Interesse vor allem anzüglichen und wollüstigen Themen galt. Wenn du möchtest, kannst du die alle fehlenden Bände auswendig machen und sie in Tills Sammlung zurückbringen, um eine Belohnung zu erhalten. Klar. Du bist während deiner Reisen auf ein Buch gestoßen, das Till, dem verstorbenen Schriftgelehrten der... Leider ist Egan nur eines meiner Mündel. Es gibt hier viele, auf denen die Bürde der Zeit und Erfahrung lastet. Tschüss. Mitaru 1. Ja, die hole ich mir alle später. Am besten so ungefähr dann, wenn ich jemanden habe, an dem ich sie verkaufen kann. Weil ich will die nicht alle in der Tasche rumschleppen. Um mal ehrlich zu sein. Oh, ich sah euch nicht hereinkommen. Ich habe diesen Brief gelesen und... gibt es etwas, das ich... kann ich... Ich dachte nie, dass das passieren würde. Sie kommen! Trotz allem, was in diesem Dorf vorgeht, kommt die Rote Legion, um mich zu holen. Ich war nicht immer der fromme Mann, den ihr nun vor euch seht. Nein, ich war ein Halunke. Ein Mitglied der gefürchteten Roten Legion, der Bande des berüchtigten Verbrechers Edward, der Rote Tod. Aber das Plündern befriedigte mich nicht. Ich wollte etwas
anderes. Einige von uns täuschten ihren Tod vor und desertierten, wohl wissend, dass der Rote uns möglicherweise eines Tages aufspüren würde. Und jetzt ist es soweit. Das steht alles in diesem Brief des Roten. Er verlangt, dass wir den Blutritus erfüllen. Zwei Leben für eines. Er lässt mich gehen, wenn ich die beiden Männer töte, die mit mir desertiert sind. Aber das kann ich nicht tun. Ich könnte mich dem Roten ergeben, aber er würde mich nur töten lassen. Die einzige andere Möglichkeit besteht darin, die Männer zu töten, die mit mir fortgegangen sind. Und das kann ich nicht machen. Ich bin nicht mehr derselbe wie früher. Ich tue, was ich tun muss. Hoffentlich vergeben mir Ugna und Itran. Ugna arbeitet in dem Dorf Gorhard. Itran durchstreift die Ruinen in der Nähe von Haxi und kämpft noch immer mit seinen Dämonen. Seid wachsam. Ich fürchte, sie werden wahrscheinlich auch zu mir kommen. Wenn es vollbracht ist, nehmt ihre Dolche und bringt sie zu Edward dem Roten. Er wird Beweise verlangen. Nehmt zunächst meinen. Viel Glück, meine Liebe. Möge Mitaru euch segnen. Mitaru sei mit euch. Kannst du noch irgendwas? Vergebt mir, wenn ich ein wenig nervös wirke. Ich rechne ständig damit, dass... Lebt wohl, meine Liebe. Okay, Schwierigkeitsgrad Mittel. Offen. Das nehme ich, und was ist das? Einst im Gebet der Feinen, weit verbreitet, doch wenige kennen heute noch den wahren, die wahre Nutzung. Bauernschuhe hol ich mir später. Meins. Delfs Truhe kann nur mit dem richtigen Schlüssel. Gem, Alter. Durch Schleifen von Edelsteinen kannst du Edelsteine herstellen. Nein, durch Gem-Schleifen kannst du Gem herstellen. Und diese dann verwenden, um deine Waffen und Rüstung mit mächtigen Boni hinzuzufügen. Bäh. Herstellen. Ja, das können wir noch nicht. Das können wir auch noch nicht. Scherben zu einer Funktionsscherbe verbinden. Hier kannst du beliebige Scherben aus deinem Besitz zu Edelsteinen verbinden. Verbindung verschiedener Arten von Scherben ergeben auch unterschiedliche Effekte. Experimentiere mit ihnen. Jetzt könnten wir natürlich eine trübe Scherbe des Schutzes mit zum Beispiel Kristall, der magischen Energie, des Giftes oder des Eises verbinden und würden plus 10% Leben bekommen. Gift gibt auch plus 10%. Das gibt plus Betäubungsresistenz. Warum auch immer. Und zweimal die gleiche gibt mehr. Schaden bei Nacht. Hier kommen jetzt alle möglichen Sachen raus. Ja, bei Waffen kommt natürlich dann Volltreffer bei Körperschaden. 15% Chance, pro Treffer 5 Leben zu rauben. Was natürlich schon mal super Sache ist. Mana zu rauben. Hier haben wir Körperschaden. Eisschaden und Einfrierungsschaden pro Sekunde. Einfrierung für 3 Sekunden lang 4 Einfrierungsschaden. Das heißt, der ist dann dauerhaft auch geslowed. Und dann hätten wir noch Trübe mit Trübe und dann haben wir nämlich plus 12 Flat Damage. Das Ganze geht natürlich auch für Rüstung, plus Giftresistenz, plus Rüstung. Elementarresistenz gegen alles und Eisresistenz. Nein, das hatten wir schon. Einfach nur plus 10% Rüstung und Eisresistenz. Ja.
Und da seht ihr schon, wir haben jetzt drei von fünf Optionen für Wie kann die ich helfen? Juwelenschleifen freigeschaltet. Zwei von fünf. Und auch erst zwei von fünf Juwelenarten. Haben noch nicht alle Juwelenarten im Inventar und haben trotzdem schon ein, sagen wir, erstaunlich großes, ja, Kombinationspotenzial. Jo. Gut, dann würde ich soweit mal sagen, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part noch die anderen beiden Gebäude an und dann nehmen wir den Mitaro-Schrein mit und rennen irgendwo hin. Bis dahin, tschüss.